Hardcore Gamer Production. Hey you guys, willkommen zurück zu Final Fantasy 9. Ich habe offscreen das Spiel hier gespeichert, einfach damit wir wieder eine Sicherheitskopie haben. Ihr kennt das ja, ne? Wir haben ja mal 3 Stück, ne? Für jede Aufnahmesession in dem Sinne einen. Uns bleibt nur ein Weg, ne? Haben wir schon vorher probiert abzuhauen, aber irgendwie, das klappte nicht, ne? Deswegen, wir geben nochmal Gas hier und, oh, guck mal, die Dinger sind unten, das ist ja geil. Oh, verdammt, eine Falle. Na toll, schon wieder. Und schon wieder in der Falle getappt, sage ich. Zack ich. An diesem Anblick kann ich mich gar nicht satt sehen, sage ich. Ihr zwei Niederträchtigen. Sprich dich ruhig aus, sage ich. Ihr kommt hier nie mehr raus, sage ich. Zweimal denselben Trick probieren. Denkt ihr Clowns, damit kommt ihr durch oder was? Sieh dann, Schuldige, schneller ging's nicht. Blank! Yeah, Blank ist frei. Blank, hierher. Nicht so schnell, mein Körper gehorcht mir noch nicht so recht. Aber wenn wir nicht hinmachen, geht es Sidan und Lilly an den Kragen und so. Wer ist bitte Lilly? Die Neue von Sidan oder was? Hoppla, das weißt du ja noch gar nicht, was? Wovon redest du überhaupt? Ich komm nicht ganz mit. Blank, schneller und so. Ja, ja, du mich auch. Yeah, Blink ist gerettet. Sehr gut. Wie auch immer, ich hörte, dass du in der Klemme sitzt und bin so schnell wie möglich aus dem verwunschenen Wald hergeflitzt. Blank, auf dich kann man sich halt verlassen, alter Kumpel. Sieh dann, die Gargantula-Bahn ist gleich um die Ecke und so. Blank. Markus, ich weiß gar nicht, wie ich euch... Prinzessin, du kannst uns nachher noch ausgiebig danken, aber jetzt flieh erstmal und zwar schnell. Eure Verfolger kommen bestimmt jede Sekunde. Mist, und wieder stehe ich in deiner Schuld, Blank. Auf geht's! Dü, 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 dü. Und tschüss. Seid ihr von hier gekommen, Lilly? Was hast du, Lilly? So eine schlimme Erfahrung war sicherlich hart. Da kommt was. Ja, die Gargantula. Ist das die Gargantula? Wir sollen da einsteigen? Los, einsteigen, wir haben keine andere Wahl. Lilly? Aber was soll ich denn nur machen? Darüber kannst du dir nachher den Kopf zerbrechen. Du fragst dich wohl, warum sie zurückgeblieben sind. Weil sie es so wollten, alle miteinander. Außerdem muss nur mal jemand die Rückendeckung übernehmen. Beatrix, Freya, Markus, Blank und sogar Steiner. Sie alle kämpfen, damit wir hier weg können. Also, was ist es wohl, was du jetzt und in diesem Moment machen solltest? Na, siehst du. Sieh dann. Ich wollte gerade sagen, mach keinen Scheiß jetzt, ey. Sag mal, wohin wollen wir eigentlich? Erstmal sollten wir nach Treno gehen. Dort müssen wir uns dann aber wirklich überlegen, wie es weitergehen soll. Was ist das? Ah, dieses Monster. Ist das ein natürlicher Feind der Gargantulle? Pass auf, das sieht gefährlicher aus als das letzte Mal. Okay. Ogerstock und eine Weste können wir von dem klauen. Sollte ich dann auch. Seine Schwäche ist Kälte. 3300. Ja, beide. Ja, ja, ist okay. Wir greifen einmal mit Eisra an und gucken mal, was das für Effekte hat. Shell auf Vivi. 84, das geht eigentlich, ne? Essmagie. Eisra. Oh, Vivi ist in Trance. Wäre gut, wenn sie dann in Trance kommen würde. Ich meine nämlich... Yo, 1000. Super, mit Vivi braucht man nur dreimal angreifen, dann ist der weg. Phönixfedern. Natürlich glaube ich wieder, dass ich
dass er nicht klauen soll. Du dumme Sau. Shell. Item, Ether. Heilige Magie, Vita auf Sidan. Diebstahl fehlgeschlagen. Super, Sidan, du bist der Beste. Ich erstech dich gleich, mein Freund. Daneben. So, einen Gegenstand wollen wir aber noch klauen. Egal, was ich klaue, es ist zum Vorteil. Ha, siehste. Nee, sammeln nicht. Diebstahl fehlgeschlagen. Willst du mich rollen, Sidan? Du bist so unkooperativ heute. Klaus Sachen, die du nicht klauen sollst. Goddammit. Auf sich selbst bitte. So, danach müsste er noch minimale HP haben. Ach, leck mich doch. Ultraschall. Er hat Vivi klein gemacht. Neurose, Tobsucht. Haha. Schweigen, blind, Toxitus, Gift. Och, sieh dann. Ohne Scheiß, ne? Du bist. Ich weiß nicht, was du bist. Na gut. Ich will nicht klein sein. Klein sein ist dumm. Wir schmeißen ihr auch nochmal einen Äther rein. So lange tue ich mir das nicht mehr an. Sammeln. Ich könnte jetzt noch hoffen, dass sie dann gleich in den Dings geht, ne? In den Trance-Zustand. Would be a possibility. Danke. War die falsche Person. Bob. Sammeln. Adamant-Weste. Immerhin. Ne? So, ich hoffe jetzt, dass sie dann in Trance gleich geschickt wird. Wenn ja, Ultraschall. Danke, danke. Sammeln. Kind, du machst mich bekloppt, machst du mich, ne? Ich weiß nicht, kann man das durch Medika heilen vielleicht? Nee. Aber, was sehr gut ist, er ist jetzt in Trance. So, dadurch kriegen wir nämlich einen kleinen Klau-Bonus. Glaube ich zumindest. So können wir jetzt vielleicht noch den letzten Gegenstand holen. Ansonsten machen wir den jetzt gleich in der nächsten Runde platt. Wieder so laut hier, ey. Ah.
Wir klauen nochmal. Na, komm schon. Ach, leck mich. Hades Magie. Eis, Eis. Feuer frei, gib Gas da. Das Theater tun wir uns jetzt nicht mehr an. Schade. Ja, Ogerstock wäre nett gewesen, aber gut, komm. Drauf gemockert. Bevor da jetzt noch wieder irgendein Scheiß passiert und ich noch 15 Stunden klauen muss. Pestizid, Götterspeise, Exorzismus, sehr gut. Generell lässt sich sagen, jeder Gegenstand, den wir klauen können, können wir auch irgendwann im Spiel kaufen. Ne? Und puh, geschafft. Oh, wir bewegen uns wieder, aber irgendwie viel langsamer als vorher. Hey, lauf mal gefälligst schneller. Nun sei doch nicht so grob zu dem armen Tierchen. Schließlich transportiert es uns doch brav und das trotz des Schrecks von vorhin. Moment mal. Was denn? Jetzt werden wir wieder schneller? Na also, ein bisschen gut zu reden bewirkt ein Wunder. Nicht ganz, sie dann. Sieh doch. Es ist hinter uns her. Verdammt, das Viech jagt uns. Das sieht gar nicht gut aus. Bei diesem Tempo rasen wir noch an Trino vorbei. Juckzirpen! Okay, ein sehr gefährliches Transportmittel. Jo, der gibt auch nicht auf, ne? Ich glaube, wir sind gerade vorbeigerast. So ein Mist. Und bei dem Affenzahn aussteigen wäre glatter Selbstmord. Sieh dann, sieh nur vorne. Was? Hey! Ein Weg? Oh nein! Wir stürzen ab! Festhalten! Ist das ein Ausgang? Maybe. Mut. Okay. Mutter? Achso, Mutter. Ich wollte gerade sagen, wieso Mut? Was los? Königin Brane. Da sind sie wieder, die Beine Vollaffen, ne? Aus dem Weg, Unwürdige, sage ich. Durchlassen, zackig! Ich habe Befehl von Königin Bran erhalten, euch zwei nicht durchzulassen. Wo ist euer... Was ist euer Anliegen? Ich überbringe es. Bam. Sprecht. Die erwarteten Gäste sind eingetroffen, zackig. Sollen wir sie durchlassen, frage ich? Ich werde mich bei ihrer Majestät erkundigen. Rührt euch nicht von der Stelle. Eure Exzellenz. Jawohl. Gewährt ihnen Eintritt, aber ihr braucht nicht wiederzukommen. Was soll das heißen, frage ich. Ihre Majestät ist über den Verlust des Staatsschatzes äußerst erzürnt. Sie möchte eure beiden Gesichter nie mehr sehen. Und jetzt gehen sie und jetzt geht sie holen. Ja, Geis. Und was jetzt, frage ich? Alleine können wir nicht überleben, zackig. Auf jeden Fall müssen wir schnell die Gäste hereinlassen, zackig. Ja, kriegen die Clowns, was sie verdienen, ne? Werden von Brane weggeworfen, so wie vieles andere offensichtlich. Ach ja. Was für ein wundervoller Anblick. Oh. Ist was? Mach den Weg frei. Ich bin auf das Gesuch von Königin Brane höchstpersönlich hier. Also spiel dich nicht drauf. Ich hoffe, ihr schlagt vor ihrer Majestät einen passenden Ton an. Was soll das heißen? Hast du eigentlich einen Schimmer davon, mit wem du es hier zu tun hast? Ich bin Lani, auch genannt die Venus unter den Jägern. Bis jetzt habe ich noch jedes Opfer erlegt, klar?
Eure Exzellenz Königin Brane, welch Ehre, von euch persönlich empfangen zu werden. Es erfreut mich, euch bei bester Nanu, aber was macht ihr denn für ein saures Gesicht? Der Umgang am Hofe musst du wohl erst noch lernen. Wo hast du nur diese Manieren her? Mit Verlaub, Eure Exzellenz, ihr habt mich aber sicherlich nicht gerufen, weil ich für meine guten Manieren bekannt bin, oder? Pah! 2. Zwei Dinge sollt ihr für mich erledigen. Den Staatsschatz wieder beschaffen, den Prinzessin Garnett entwendet hat, als sie Reißaus nahm. Und außerdem gibt es unter ihnen einen Schwarzmagier, so wie den da drüben. Er muss beseitigt werden. Schwarzmagier, was soll das sein? Es sind seelenlose Marionetten. Ich kann nicht zulassen, dass eine Fehlkonstruktion umherwandelt und, dann dem Feind in die Hände fällt. Ich weiß zwar nicht, was hier bei euch Hofer vorgefallen ist, aber was soll mit Prinzessin Garnett geschehen, falls sie Widerstand leistet, Eure Exzellenz? Pah, nur der Staatsschatz ist wichtig. Die freche Göre genießt keinerlei Priorität. Wenn dem so ist, kann ich endlich wieder meinen kleinen Freund hier sprechen lassen. Ich werde euch den Schatz sicherlich eher bringen als dieser Muskelprotz da drüben. Auf ein baldiges Wiedersehen, Horrid. Man sagt, in der Nähe der Prinzessin halte sich ein affenähnlicher Junge auf. Ach, dieser widerliche Affenjunge. Wenn du den gleich mit erledigst, bekommst du eine Extrabelohnung. Scheint ja ein Volltreffer zu sein. Den werde ich mir zuerst verknüpfen. Deinen Auftrag kannst du als so gut wie erledigt betrachten. Exzellenz, eure Flotte befindet sich bald in Küstennähe. Die Rote Rose steht zum Auslaufen bereit. Endlich ist es soweit. Wir brechen unverzüglich auf. Da kannst du mir doch erzählen, was du willst. Ne? Die Brane, die ist vor Macht verrückt geworden. Gut, natürlich. Ne? Ohne Macht verrückt werden ist langweilig. Niemand hört einem zu. Ne? Also, Zinnengebirge. Ich müsste öfter in die Stimme sprechen. Also, Zinnengebirge. Ich glaube, das hätte was. Mutter. Aha. Was? Junge, wie sind wir hier gekommen? Dann leben wir also noch? Ah ja, wir sind ja aus dem Loch geschossen, ne? Wo sind wir hier? That's a good question. Im Zinnengebirge in der Nähe von Schloss Lindblom. Zinnengebirge? Lindblom? Dann ist die Gargantula wohl über unser Ziel hinausgeschossen. Buchstäblich. Was ist mit Freya, Steiner und Beatrix? Und mit sie dann? Er ist sich umschauen gegangen. Hey Lilly, auch schon wach? Bist du in Ordnung? Ja, aber sie dann, was ist mit den anderen? Tja, das wüsste ich auch gerne. Wir haben ja schließlich eine ganz schöne Strecke zurückgelegt. Aber Markus und Blank sind ja auch bei ihnen. Mach dir mal keine Sorgen. Und es geht ja auch bald die Sonne auf. Ich bin mir sicher, dass ihnen die Flucht längst gelungen ist und sie in Trenor schon nach uns suchen. Vielleicht könnten wir uns in Lindblom ein Luftschiff borgen. Vom Südentor ist es bis nach Trenor nicht mehr weit. Stimmt. Ein Feind? Das hängt von dir ab, mein Sohn. Mein Name ist Ramu. Diesen Namen habe ich irgendwo schon mal gehört. In einem alten Schriftstück über die Bestie in unserer Schlossbibliothek ist mir der Name schon mal begegnet. Ihr seid nicht etwa der Donnergott, Ramu? Ist dir bekannt, dass Clara durch deine Bestie völlig ausgelöscht wurde, mein Kind? Die Bestie gehorchen dem Willen ihrer Beschwörer. Die dunkle Habgier des Menschen, der sie beschwor, führte zu dieser Tragödie. Aber, oh nein, Mutter, was hast du nur getan? Nein, es war mir nicht bekannt, dass so etwas vorgefallen ist. Und ich konnte nichts dagegen unternehmen. Ich bin völlig machtlos. Es ist nicht deine Schuld, Lilly. Die anderen waren sich dessen auch bewusst, deswegen sind sie zurückgeblieben. Die anderen... So ist es. Nicht du warst der Auslöser für dieses Unglück. Aber lass mich dir noch eine Frage stellen. Was wirst du als nächstes tun? Hätte ich doch nur mehr Kraft, würde ich doch wenigstens wieder die Macht der Beschwörung erlangen. Ich habe eine Bitte an euch. Leiht mir eure Kraft. Willst du den gleichen Fehler nochmal begehen? Ich fürchte mich vor der Beschwörungsmagie und dem Bestia, aber ich werde nicht mehr wegrennen.
Nachdem ich meinen alten Herrn verloren hatte, ist viel Zeit vergangen, in der ich nur in dieser Welt umherwanderte. Ob du meiner Herren würdig bist, muss sich noch zeigen, und dafür musst du dich einer Prüfung unterziehen, so dass ich Gewissheit erlange. 5 meiner selbst werden sich hier in den Gewässern, Felsen und Wäldern verbergen. Sie werden dir Kapitel der Erzählung eines Helden schildern. Suche die einzelnen Bruchstücke und vervollständige sie zu einer Geschichte. Erzählst du mir eine gefällige Geschichte, so werde ich deiner Bitte vielleicht nachkommen. Verzeih, wo wir doch so etwas eigentlich für sowas keine Zeit haben. Ach was, das passt schon. Wir helfen dir, Lilly. Sie dann, Vivi, ich danke euch. Okay. Ja, da werden wir wahrscheinlich hier noch ein bisschen im Wald rumrennen. Ah, ein Mogri. Sehr geil. Und ich habe schon gesehen, da hinten ist ein Ramu. Anlegen. Was habe ich? Ja, Exorzismus war durch. Genau. Hier. Oh, die Adamantweste. Herz aus Stein. Geil. Da sind wir noch nicht mit fertig. Bum, bum. Nee, der hat nichts. Okay, dann kriegt er die auf keinen Fall. Magierhut, da sind wir fast mit Feuerer durch. Geil. Hier sind wir auch fast mit durch. Nice. Adamant bringt ihr nichts. Da sind wir fast mit Ability ab durch. Geile Sache. Okay, nee, wir können nichts umrüsten. So, dann reden wir doch erstmal hier mit ihm hier. Wer bist du? Monty! Monty, ich habe einen Brief für dich. An Monty einen Brief überreichen. Ein Brief von Moshu? Vielen Dank für die Zustellung, Kupro. Von Moshu an Monty. Monty, hast du es heil aus dem verwunschenen Wald rausgeschafft, Kupro? Also ich glaube, dass dieser Kontinent bald den Bach runtergeht, Kupro. Bevor wir Kupro sagen können, könnte schon alles vorbei sein, Kupro. War nicht leicht, aus diesem Wald zu fliehen, aber wir haben uns ein paar schrägen Typen angeschlossen. Was ein Glück, Zephix. Kupu, ich rede schon fast wie dieser Bärtige. Zephix. So, da hinten haben wir ja gesehen, den Ramu, ne? Da ist er. Guten Tag. Hallo? Historiker belegen, der angebliche Hinterhalt war nur eine Ausrede, um das eigene Missgeschick zu vertuschen. Das zurückhaltende Verhalten des Offiziers gegenüber der Tochter zeugt von seinem schlechten Gewissen. Auch der Held ist letzten Endes nur ein Mensch. Die Erzählung vom Menschen, vom Menschsein, noch 4. So, hier die Truhe sollten wir mitnehmen. Die fügt sich auch wieder super mit ein. Eine Mitri-Weste, nice. Oh, wir können ja noch kämpfen, nice. Was haben wir denn hier? Okay, ich brauche eigentlich gar nicht gucken. Der Quina ist gerade nicht dabei. Wobei ich hoffe, dass wir die Quina bald wiederfinden. Ja, wir sind ja in der Nähe von Lindblum. Das heißt, wir sind in der Nähe von Clara. Ja, also von daher ist das a possibility. Sieh dann. Da machen wir jetzt nochmal Feuer. Ich glaube, das dürfte genug brezeln. Oder auch nicht. Blut saugen. Igidifui. Ja, genau. Zeichen, wo der Hammer hängt, Lilly. Direkt mehr abziehen, als er geklaut hat, ne? Piu. Der Ton ist lustig. So, was geben die hier an Erfahrung? Ich glaube nicht viel, ne? Yeah, feure Ability up. Nice. Okay. Wunderbar. Hallo, danke schön. Anlegen. Ability Up ist fertig. Das heißt, das Ding hier können wir ablegen. Ablegen. Bam. Dann lernen wir noch Uschrei. Hier hat man... Ach, ich bin dämlich. Mann. Ja, definitiv. Nennen wir den Mitril armreif. Ach genau, Götterspeise hatten wir fertig, ne? Hier, Mitril-Weste mit Autopotion. Gib Gummi. Hä? Ach, das war nur für sie. Okay.
Schwertlicht. Wahrscheinlich noch für Freya, ne? Aber gut, dann liegt das hier schon mal rum, ne? Anderes haben wir gerade nicht. Nö. Den Goldschalk könnten wir eventuell noch Vivi geben für Autoposchen. Und hier, Urschreier Taubald weg. Geil. Ja, nee, da wird Zauber ein um einen geschwächt. Das wollen wir nicht. Deswegen werden wir da nicht diesen Weg gehen. Erzählung vom Anfang, noch drei. Ja toll, jetzt habe ich die Erzählung nicht gelesen, weil ich dumm bin. Aber gut, haben wir zumindest schon mal zwei Stück. Bisschen umgucken, ne? Da werden wir schon fündig werden, denke ich. Fünf meiner selbst gilt es noch zu... Was? Da fehlen noch drei. Nein? Okay, da gehen wir raus. Das will ich natürlich nicht. Warte, ich habe hier ein Ausrufezeichen gehabt. Rüberspringen. Natürlich. Haha! Mithril-Armreif. Okay, cool. Ah, okay, dann kommen wir... Ah, okay, nice. Wo komme ich dann hin? Ah, noch besser. Es wird immer besser. Guten Tag. Um das Schloss des Kaisers eindringen zu können, galt es die Glocke der Amaterasu. 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 Da bin ich jetzt schon wieder ein bisschen im Naruto-Style, ne? Zu finden. In den Tiefen der Höhle besiegten sie Adamantai Mai und ergatterten die legendäre Glocke. Dies ist die Erzählung von Kooperation. Noch zwei. Organic. Cool. Da kann ich auch nochmal her. Nice. Vielleicht kriegen wir die zwei noch gefunden in dem Part. Ah, okay, dann komme ich hier wieder hin. Nice. Kann ich vielleicht hier noch durch oder so? Nee, ne? Okay, dann gehen wir nochmal ein bisschen unten gucken. Ich glaube nicht, dass wir die zwei noch finden werden. Ich kann hier aber hoch, ne? Wo führt mich das hin? Question. Ah, okay, dann komme ich hier hin. Nice. Ich habe gar nicht gesehen, dass es da runter geht. Okay, hier ist nichts. Hoppla. Da, wo wir angefangen haben, da, wo die Bahn abgestürzt ist, da ist sicherlich auch noch was. Das wäre so ein typischer Arschloch-Move für Final Fantasy, den es dann doch mal gerne macht, ne? Kratzen. Ich kratz dir auch gleich durch. Du Bratnase. Okay, Vivi macht definitiv eine stärkere Magie. Hörst du jetzt auf da? Sie dann einmal voll heilen. Schwarzmagie. Feurer! Aber wenn Feurer jetzt nicht 600 abzieht, dann kann ich ihm nicht mehr helfen. Dann hat Vivi die Kontrolle über seine Magie verloren. Und? Na komm. Geht doch. Dankeschön. Aber wisst ihr was? Wir machen einfach in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, ich schneide da raus. Sehr gut, gelernt. Ja, bitte Spiel, danke. Gut, dann sage ich an dieser Stelle zu euch: See you guys und schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit Final Fantasy 9. Hey you guys, hat's euch gefallen? Gut, nun gibt's ein paar Regeln, denen ihr folgen müsst. Regel 1, das Video wird nicht geteilt. Regel 2, das Video wird nicht geteilt. Regel 3, lass ein Däumchen da. Regel 4, wenn du dich mitteilen willst, kommentiere. Regel 5, wer neu ist auf dem Kanal, sollte abonnieren. Denn wir sind das, was nötig ist. Wir sind das, was du brauchst. Wir sind Core Gamer Productions.